Swankies Bonus-Bananza. Wir haben leider keine Münzen mehr. Gonna have a round of applause for them. Quails, Quails. See you next week. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Ja, das ist in etwa unser Zeitplan. Wir sehen uns. Wir sehen uns in 3 Monaten. Ich hätte nicht gedacht, es wird das nach oben scrollendes Level. Oh. Ja, das wird ein nach oben scrollendes Level. Hallöchen. Ja, und die bekippte. Gut, das hält hier. Die bekippte Schlange mit den süßen Zähnchen. Also ich mag die voll. Mit der kann man gut spielen. Ich mag die eigentlich auch, aber du failst der immer. Wieso ist der jetzt durch den Boden gefallen? Muss man das verstehen? Keine Ahnung. Muss ich das verstehen, Mama? Kann man? Wenn man mit der Spring gedrückt hält, von Gegnern höher abspringen? Keine Ahnung. Wenn du im richtigen Moment drückst, ist es vielleicht so wie bei Super Mario, dass du halt einfach höher springst. Ja, bei Super Mario kannst du ja gedrückt halten. Nee, da musst du im richtigen Moment drücken. Nö, bei Super Mario kannst du gedrückt halten. Ja, bei den neuen Super Marios nicht mehr. Auf dem 3DS geht, musst du gleich im richtigen Moment drücken. Das ist aber auch das Einzige. Kann sein. Ansonsten kenne ich diese im richtigen Moment drücken nur von Donkey Kong Country Returns. Ja, das, Ja, die sind echt scheiße da! Die sind echt kacke! Mann, das Level geht mir jetzt schon auf den Sack. Und du darfst doch mal mit dem Schlankchen da spielen. Ich will auch mit der Schlange spielen. Hä? Ja. Junge, das Level ist schon so behindert, ey. Weil er deinen Schwanz mit der Hand angepackt hat, ey. Warte mal, ich glaube, ich muss jetzt dann aufhören. Warte. Was? Niemals. Ja, doch. Nein. Ja, Viertelstunde noch. Okay, gut. Ein Level schaffen wir noch. Oh, ey, ganz ehrlich, das Level, das macht mich jetzt schon fertig. Muss allem, ja. Ich weiß, was ich hier bei den Gegnern machen soll. Gut, ja, okay, so. Jo. Eigentlich nicht so schwer. Ja, halt die Fresse. Jetzt darfst du zweimal mit der Schlange spielen, also häng dich rein. Nein! Hä? Nein! Bist du gerade in der Luft gesprungen? Scheiße. Das sah gerade sehr strange aus. Ich bin bei mir eigentlich auch schon diverse Male tot gewesen. Das sah so aus, als hättest du einen Wandsprung gemacht oder so. Ich hab das Spiel gehackt. Und bin trotzdem so schlecht. Geht das, hier einen Wandsprung zu machen? Nein. Oh Mann, Junge. Oh Mann, jetzt probiert ihr halt echt einen Wandsprung bei Donkey Kong aus. Ey, ich krieg die Krise. Du hast das eben bei mir gemacht. Ich bin kein Star, holt mich hier raus, bitte, sofort. Ich hab keine Lust mehr. Ich häng hier vor meinem Bildschirm, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich halte mich am Bildschirm fest, damit ich rumfall. Oh Gott, ey. Jungs und Mädels, du. Erfreu dich an der immer neu werdenden Musik. Nein, ah, fuck! Oh also Gott. Bis jetzt läuft's doch gut. Ja, echt gut. Bin total chillig hierher gekommen. Jetzt machst du wieder einen Wandsprung. Und, Mann, ich hab den weggetan am Menho. Also jetzt bin ich gespannt, wie du den hier machst. Ja. Ich hab die Rechtspfeiltaste nicht getroffen. Ja, und stattdessen auf 0 drücken. Mambo, es hilft, wenn man die Finger dauerhaft auf den Tasten lässt und nicht immer wieder runter macht. Dann würde ich selbst beim PC nicht immer wieder die Taste finden. Ja, aber das ist so schwierig. Die sind so klein und fummelig, die Pfeiltasten. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Das weiß man spätestens dann, wenn man mal Trackmania mit Pfeiltasten Laptop-Pfeiltasten gespielt hat. Oh, ja, das habe ich auch schon gemacht. Aber ich fand übrigens Trackmania Wii fand ich ein Weltklasse-Spiel. Ich weiß nicht wieso, also es haben schon einige, vor allem auch viele aus der Mario Kart Szene haben das gezockt. Und ja, ich denke, das wirst du überleben. auf jeden Fall, du bist ja nur ganz tief. Ganz unten kommt wieder normales Wasser. Ganz unten ist wieder, das habe ich in Thermodynamik gelernt, das verteilt sich nicht. Ja. Das bleibt in der Mitte. Ja, nee, also Trackmania Wii, muss ich sagen, war ein Spiel, das mir sehr gut. Ja, ich fand das auch cool. Aber online, keine Ahnung, dafür hast du zu dem Zeitpunkt, ich hab's mir relativ spät gekauft, da hast du eigentlich keinen mehr gefunden und wenn, dann waren's nur Spasten und du hast alleine gespielt mit denen. Ja, das war bei mir ganz anders, weil ich hab mir das Spiel schon geholt gehabt, bevor es überhaupt released war. Natürlich legal. Jetzt müsste man auch mal wieder organisieren. Sowas. Und deswegen, als ich angefangen habe, war halt online noch wirklich viel los.
Und ich hatte, glaube ich, bei ein paar Time Trials sogar Zeiten in den Top 10 da, bei der, die mal nachschauen. Es lag einfach daran, dass nicht so viele Leute das gespielt haben. Mhm. Weil ich es halt schon hatte, bevor es offiziell rausgekommen ist. Du musst übrigens drücken, wenn du drauf kommst. Nein, oh Mann, die Bienen verpasse ich da immer. Oh Mann. Auf jeden Fall, da hat es noch sehr viel Spaß gemacht, weil online halt du immer Leute gefunden hast und die. Das hat, war echt cool. Also am Anfang hat Trackmania echt richtig Spaß gemacht, vor allem auch online. Auch auf Wii. Nein, oh Gott. Ja, die sind gar nicht so. Jetzt habe ich schon wieder die Pfeiltaste verpasst. Das wird jetzt, ich muss jetzt echt irgendwie schauen, dass das besser wird. Ja, also wie gesagt, ich habe es mir relativ spät gekauft und habe dann halt nur offline ein bisschen Spaß damit gehabt. Ja. Hä? Ich das war jetzt sehr seltsam, ja. Oh Mann. Aber ich fand es trotzdem, also die Offline-Strecken auch waren ziemlich cool. Ja, nee, auf jeden Fall. Auch also wenn manche von diesen Modi sehr verkackt waren, also was ja, fand ich blöd, zum Beispiel Rally, das hat mir eigentlich nie Spaß gemacht. Ach so, ja. Ja. Ja, es gab ein paar Modi, waren das Team. Aber alles in allem finde ich, war das Spiel, was ich persönlich beim Fühler halt sehr geil fand, war der Soundtrack. Also den fand ich wirklich gut. Wieso klappt das denn jetzt schon wieder? Da, geh nach unten, nach unten. Also Soundtrack, also manche ja, waren gut. Es bei, war manchen, halt, ja. Bei manchen Strecken war es wieder kacke. Aber ja. Ich glaube, die Strecken, die mir vom Spielerischen gefallen haben, hergefallen haben, haben mich auch von der Musik her überzeugt. Oh Mann, ey. Ey, ganz ehrlich, ne. Nee, das Level kannst du alleine spielen, weil ich keinen Bock drauf. Das ist ein Abfuck. Hier bräuchte man auch nicht mal zwei Versuche oder so, weil man im ersten... Ja, entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Ja, eben. Und bei Jaff, was gibt es wahrscheinlich erst gar nicht? Ich habe das Gefühl, also wenn der Turm noch 10-mal, 20-mal höher ist, dann kommen wir nie nach oben. Oh Mann, ich bin noch draufgesprungen auf den scheiß Claptrap. Kannst du mir noch mal arschlecken? Wolltest du nicht nochmal hier die Passage probieren? Doch, da hätte ich noch eher Lust drauf gehabt. Auch wenn die auch schon scheiße ist. Und jetzt musst du es gut timen. Vielleicht soll ich beim ersten einfach... Nee, obwohl das ist auch scheiße. Ich krieg das beim zweiten Mal einfach nicht hin, das Timing zu treffen. Das ist sauschlimm. Dieses Spiel ist halt echt knüppelhart. Ganz ehrlich, also... Gut, klar sind die auch, also vor allem ich bin halt einfach echt ein übler Vollidiot in dem Spiel. Aber da ja, muss man jetzt objektiv mal so sagen. Hey, wir haben 46%. Aber, ich glaube, wir schaffen die 50 noch, bis wir es durch haben. Könnten wir schaffen. Nee, aber das Spiel ist echt knüppelhart, ey. Die Level jetzt gegen Ende, eieiei. Ja. Das ist echt hart, der Tod. Also das letzte Level war mit ein bisschen Geduld wirklich machbar, aber das hier finde ich schon wieder sehr grenzwertig. Ja, da geht mit Geduld halt gar nichts. Da stirbt man mit Geduld. Ja. Ich meine, das kannst du. Mit Geduld sterben? Das war cool. Okay, ja, boah, sehr schön. Sehr schön. Jawohl, schön, schönes Ding. Boah, sind wir schon hoch. Nicht so hoch, Sozi. Ich hab irgendwie Schiss, dass hier gleich ein Gegner kommt. Ah ja. Hallöchen. Ah, ja. Die braucht man als Sprung. Oh ja klar, ey. Natürlich, oh. Ja, das ist ja gar nicht mies oder so. Boah, da muss man endperfekt alles abtimen. Ja. Aber das war schon gar kein schlechter Versuch von dir. Ja. Also ich sag mal so, ich bin schon doppelt so weit gekommen wie alle Versuche davor. Das ist nicht so schwierig, weil der Teil danach ist auch nicht mehr schwierig. Aber es gibt halt immer, wenn die einzelne Sprünge hinbauen, wo du alles perfekt machen musst, dann ist halt scheiße. Aber anscheinend musst du doch nach rechts, oder? Ja. Ich glaube, von den zu den Singern wärst du anders nicht gekommen, oder? Wenn du brauchst, musst du nach rechts kommen. Wow. Das ist so kacke, man springt an denen so leicht vorbei. Ja. Oh, ich war Junge, ich pack das Level nicht mehr. Psychisch, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich habe schon wieder zu lange dieses Spiel gespielt, das macht mich wahnsinnig. Also ja, ich habe erst ein Level geschafft. Na, ich pack's nicht, ey. Das ist so zum Kotzen. Also nein, es macht natürlich riesig Spaß mit dir, dieses Spiel zu spielen, aber es ist auch ziemlich zum Kotzen. Ja? Also, nein. Merkst du, wenn die Brühe ankommt, dann wird dieser Block auf einmal durchlässig. Das ist so unsinnig. Ja. Ah.
Ich weiß nicht. Eben war es schon, erste Sprung war schon zu tief, da habe ich das Timing schon nicht gehabt und dann kannst du den zweiten eigentlich auch vergessen von Timing her. Ja, eben. Ich verscheiße sowieso alles. Genau, nein, ja, ja. Ich hab gedacht, vielleicht springt er über mich drüber. Oh. Ja, also war nicht schlecht, aber leider nach links. Warum links? Ja, weil ich alles verwuckel gerade mit der Steuerung. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Achso. Verwuckelt, ja. Verwuckelt? Verwuckelt. Kennst du nicht? Verwuckelt? Klar. Oh, Entschuldigung, Frau Lehrerin, die Hausaufgaben habe ich verwuckelt. Was war das jetzt? Boah, das war eng. Jetzt komm aus der Reihe, das kannst du. Jawohl, schönes Ding, immer weiter. Sehr schön, auf geht's. Komm, du packst das Level jetzt durch. Jetzt muss ich nach rechts. No problemo, jetzt auf die wieder drauf springen. Und zack, und zack. Und jawohl, und jetzt hoch. Mann, weil die in so einem unterschiedlichen Rhythmus hin und her kommen und dann runter und hoch. Und so ein Scheiße. Ja, das ist ein Game Over noch? Ja. Komm, bist dabei, ein Game Over. Eigentlich will ich nicht. Doch. Oh, Menno, na gut. Ich meine, das kann ja nicht angehen, ob du nur ein Level in einer Session schaffst. Ja. Weil ich schneide garantiert nicht zwei Parts für jedes Level. Das schneidet ja, jetzt Parts mit 30 Minuten oder so. Oh Mann, das ist, nee, aber bei mir ist echt vorbei. Merkt man gar nicht. Naja, bei mir ist dann so ein Punkt, da habe ich dann keine Lust mehr und dann ist auch keine Konzentration mehr da. Das ist einfach. Und dieses Level kackt mich einfach an, diese behinderte grüne Brühe da unten. Aber ich versuche jetzt wieder ein bisschen positiver zu sein, nicht das damit ich besser bin, sondern damit du besser bist. Weil ich merke, wenn ich immer so rumrage, dann bist du immer extra schlecht. Nö, eigentlich nicht. Doch. Wie hast du den denn gekillt? Ich hab den nicht gekillt bei mir. Okay. Das ist natürlich gut. Boah, jawohl, das erste Mal, dass ich das geschafft. Ich probiere das gar nicht mehr. Nein! Oh, Menno! Oh. Hey, du hast ihn gekillt! Ich hab den Clapchat noch erwischt. Oh Mann, ich hasse solche Level. Ich glaube, in dem hier können wir längere Zeit sitzen. Ist das dieselbe Brühe, die wir beim letzten Mal bei dem Level hatten mit der Schlange auch? Ah, du schaffst es jetzt, komm! Nur stärker konzentriert. Was meinst du? Ist das dieselbe Brühe, die wir im Kiffer-Level in der Luft hatten, nur hier konzentrierter? Kann sein, ne? Da haben sie jetzt noch mehr Arsen reingeschüttet. Ist halt zu viel Kiffermittel. Ach komm. Ich glaube echt, dass man immer im richtigen Moment drücken muss, wenn man auf den Gegner drauf. Ja, das ist mir auch schon bewusst, aber. Achso, ja, ich dachte, du hättest das vorhin geleugnet. Ja, ich habe nicht gedacht, aber nach dem allerersten Mal habe ich das geleugnet. Achso. Aber danach nicht mehr. Ja, weil wenn man das nicht schafft, dann hat man nicht den nötigen Schub nach oben. Ja. Oh Mann, ey, das ist so abgefuckt. Oh, was habe ich jetzt gerade gemacht? Bei mir stand gerade BC3 Layer disabled. Ach so, dann bist du irgendwo entweder auf die Zahlentasten gekommen oder auf die F-Tasten. Ja, ich habe auf meine Tastatur draufgehauen. Ich glaube, du bist auf die F-Tasten gekommen irgendwie. Was passiert da, wenn BC3 disabled ist? Keine Ahnung, dann siehst du irgendwie Aufzüge nicht mehr oder so. Das wäre bei dem Scroll-Level besonders gut gekommen. Ich bin begeistert. Was soll man denn jetzt machen? Hä? Was soll man da machen? Vielleicht gibt's wieder so eine Special-Taste, wo du höher springen kannst oder so. Oh Junge. Oh, ey, das ist eine Scheiße. Oh nee, ey, ganz ehrlich, jetzt spielt er. Wieso spiele ich überhaupt noch? Wenn ich bei dem Teil bin, wenn ich so weit komme wie du vorher, dann probier es doch erstmal aus. Ja, warte mal, ich versuche jetzt mit was hat man die Special-Attacke gemacht? Mit A, glaube ich, oder mit so. Mit der Taste, die du sonst nie brauchst. Ja, okay, du darfst es versuchen. versuch mal mit ihm eine Special-Attack zu machen. Ich gehe erstmal so weit hoch, damit es sich auch lohnt. Weil ansonsten brauche ich es gar nicht. Dann sterbe ich ja eh gleich. Ja, ist doch cool. Hui.
So, jetzt. Was? Okay. Ah, okay, ja, es geht. Okay, nice. Ist aber schon irgendwie mies. Das ist schon mies, ja. Also packst du jetzt, komm. Nein! Alter, Timing nicht gepasst am Ende. Ich hab mal ein paar Bananen eingesammelt. Ja, die nützen uns sehr viel. So, ein Game Over hat jetzt gerade mal 5 Minuten gedauert. Yes. Also, das stimmt, aber ich mach keins mehr mit. Ja, okay. Naja, dann müssen wir hier wohl leider beenden. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir das nächste Level innerhalb von 50 Minuten schaffen. Ich lieg hier wieder in meiner eigenen Kotze und in meinem eigenen Blut. Und wer ist schuld? Das Spiel. Der kleine Sparer. Was? Was? Ja, liebe Zuschauer, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch zu spielen. Es war schön, ein bisschen überzogen, ein Level geschafft. Ich hoffe, das passt bei euch und auf weitere 25.000 Folgen mit Sozi und Wambo. Wir verabschieden uns. Servus. Mach's gut.